Ja, moin Leute, willkommen auf dem Kanal, willkommen zu Barkraft und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lohn der Tat. In dem ersten Video dazu habe ich ja schon eine Menge erzählt und auch erklärt, warum wir das machen. Ich kann es aber gerne nochmal wiederholen. Also wir wollen jetzt nicht die Ritterkreuzträger der Wehrmacht hier beweihräuchern. Wir wollen tatsächlich versuchen, die soldatische Tat in den Vordergrund zu legen und mal zu erklären, was haben diese Männer überhaupt gemacht im guten Gewissen für ihre Kameraden an der Front. So wollen wir das darstellen. Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen ein, zwei Ritterkreuzträger, dann machen wir Medal of Honor, Victoria Cross und mal gucken, was wir noch so machen. Wir sind da gerade ganz, ganz wild am Recherchieren. Da gibt es auch verschiedene Bücher, die wir brauchen. Wir haben auch schon Zuarbeit bekommen von einigen Leuten. Also da entsteht was, aber heute machen wir natürlich jetzt nochmal einen Ritterkreuzträger. Und ich bin natürlich froh, dass wir die Bücher vom Herrn Ingo Möbius benutzen dürfen. Ich halte mal das eine hier hoch. Das ist der Band 2. Den findet ihr auch nochmal in der Beschreibung unten. Daraus durften wir uns die Geschichte von dem Rudolf Kreitmeier rausholen. Die haben wir jetzt aufgearbeitet. Also der Rudolf Kreitmeier, Ritterkreuzträger, Panzervernichter. Also Panzervernichterabzeichen, das wird auch nochmal genau erklärt. Das sind quasi Ärmelstreifen für die Uniform, die zeigen, man hat mit Nahkampfmitteln einen Panzer vernichtet. So, das soll es auch schon gewesen sein zum Intro. Ihr seht, ich habe hier auch ein bisschen anderen Mikrofonständer, ein bisschen anderen Aufbau, wenn ihr euch erinnert. Wenn ich denn sonst erzählt habe, ist es immer mal wieder passiert, dass man so ein komisches, dumpfes Geräusch gehört hat. Das lag an diesem Arm, wo das Mikrofon dran war. Da waren so Federn dran, also hier Sprungfedern dran, um das einzustellen. Da bin ich öfter mal gegengekommen und da hat es ein ganz komisches Geräusch gegeben. Und da habe ich irgendwann gesagt, reicht. Und dann habe ich mit meinem Sohn getauscht. Und jetzt habe ich halt diesen Mikrofonständer. Deswegen wird er auch immer wohl im Bild sein. Das soll es auch gewesen sein für das Intro. Wie gesagt, Rudolf Kreitmeier, der Lohn der Tat. Los geht's. Der Name Kreitmeier geht auf eine alte Nürnberger Familie zurück. Der Vater von Rudolf Kreitmeier war von Beruf Kaufmann, er fiel jedoch am 25.08.1915 als Soldat im Ersten Weltkrieg, sodass sein einziger Sohn ohne ihn aufwachsen musste. Seine Mutter war seit 1920 beim Landrat des Kreises Rochlitz als Angestellte tätig. Kreitmeier besuchte in Rochlitz 4 Jahre lang die Volksschule und im Anschluss daran die deutsche Oberschule. Während seiner Schulzeit gehörte er von 1924 bis 1927 den Ringpfadfindern an. Anschließend war er im Nationalsozialistischen Jugendbund tätig und kam 1933 zur Hitlerjugend. Ostern 1934 absolvierte Kreitmeier das Abitur. Schon vor seiner Reifeprüfung hatte er sich beim Reichsarbeitsdienst gemeldet, denn er hatte sich für den Beruf des RAD-Führers entschieden. Nach bestandener Prüfung war ihm dieser Weg offen. Am 4.04.1934 trat Kreitmeier in die Abteilung 4-153 des Freiwilligen Arbeitsdienstes in Seif-Hennersdorf ein. Hier wurde er am 1.07.1934 zum Vormann, am 11.11.1934 zum Obervormann und am 1.02.1935 zum außerplanmäßigen Truppführer befördert. Gleichzeitig wurde er zum Führeranwärter ernannt. Die Truppenführerschule und die Feldmeisterschule besuchte er mit gutem Erfolg. Von Jugend auf sportlich geübt, zeichnete er sich stets durch besondere Leistungen aus. Nach seiner Ausbildung zum berufsmäßigen RAD-Führer kam Kreitmeier als Obertruppführer in die RAD-Abteilung 8-153 nach Schiergeswalde. Hier wurde er am 21.07.1936 zum Unterfeldmeister befördert. Am 1.10.1936 wurde Kreitmeier in die Radabteilung nach Lauske versetzt. Nach seiner Beförderung zum Feldmeister 1937 erhielt er auch die Versetzung zur Radabteilung 1155 nach Freiberg. Im folgenden Jahr kam er am 1.06.1938 in die RAD-Dienststelle 288 in Melrichstadt, wo er Bearbeiter für Leibeserziehung wurde. Parallel zu seinem Dienst im RAD wurde Kreitmeier im Jahre 1937 zur Ableistung einer stark verkürzten Wehrpflicht in die Wehrmacht einberufen. Er hielt vom 19.07. bis 18.09.1937 in Löbau
in der 17. Kompanie des Infanterieregimentes 52 seine militärische Grundausbildung, an deren Ende er als Gefreiter und Reserveoffiziersanwärter wieder aus dem Heer entlassen wurde. Nach Kriegsausbruch wurde Kreitmeier am 22.09.1939 einberufen. Er kam ins Infanterieregiment 282, das in diesen Tagen neu aufgestellt und der ebenfalls 998. Infanteriedivision unterstellt wurde. Nach der beendeten Aufstellung verlegte die 98. ID zur Sicherung der deutschen Westgrenze in die Saarpfalz. Zu Beginn des Westfeldzuges war Kreitmeier Feldwebel in der 8. Kompanie des Infanterieregimentes 282. Seine Division stieß ab dem 10. Mai 1940 aus dem Raum Speyer über St. Quentin den Josenne-Kanal bis zur Marne vor. Diese überquerte die 98. ID bei La Fère südlich von Jouarre. Während des Anfang Juni 1940 beginnenden zweiten Teil des Westfeldzuges marschierte die Division über die Seine, die Loire und den Char bis zum Indre. Für bewiesene persönliche Tapferkeit in diesen Kämpfen wurde Feldwebel Kreitmeier am 11.07.1940 mit dem EK2 ausgezeichnet. Parallel zu seinem Dienst in der Wehrmacht erfolgte im Reichsarbeitsdienst am 15.07.1940 seine Beförderung zum Oberfeldmeister, rückwirkend zum 30. Januar 1940. Für seinen Dienst im RAD hatte er zuvor am 12.06.1940 schon das deutsche Schutzwall-Ehrenzeichen erhalten. Nach Rückführung in die Heimat wurde die 98. ID von August 1940 bis Februar 1941 beurlaubt. Kreitmeier durchlief in dieser Zeit eine Ausbildung zum Reserveoffizier, die mit seiner Beförderung zum Leutnant der Reserve mit Wirkung zum 1. Februar 1941 endete. Nach der Wiedereinberufung des Stammes der 98. Infanteriedivision kam er zurück in die 8. Kompanie des Infanterieregimentes 282. Die Division verlegte im März 1941 als Besatzungstruppe nach Frankreich. Mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde die 98. ID als Reserve des OKH nach Osten transportiert. Mitte Juli 1941 kam sie im Raum Zamosk an. Von hier aus stieß sie über Lutsk, Schitomir, Malin und Korosten zum Dnjepr vor, den sie Ende August 1941 bei Gronostaipol überschritt. Es folgten Kämpfe südwestlich von Tschernigo und nach einer Umgruppierung die Teilnahme an der Doppelschlacht von Wjasma und Bryansk. Am 2.10.1941 begann die deutsche Offensive auf die sowjetische Hauptstadt. Den Auftakt dazu bildete für die 98. ID der Durchbruch durch die sowjetischen Stellungen an der Desna. Am gleichen 2.10.1941 wurde Leutnant Kreitmeier mit dem EK1 ausgezeichnet. Auch in den folgenden Monaten konnte er sich mehrfach persönlich hervorheben. Über Bolva und Ugra stieß die 98. ID auf die Moskauer Schutzstellung vor, die Mitte Oktober 1941 durchbrochen werden konnte. Es folgte der weitere Vormarsch über die Protwa und die Nara bis in den Raum südwestlich der sowjetischen Hauptstadt. Hier kamen die Angriffskämpfe Anfang Dezember 1941 endgültig zum Stehen und die deutschen Verbände wurden von einer wuchtigen Gegenoffensive der Roten Armee getroffen. Bis in die Weihnachtszeit hinein hatte die 98. ID schwere Abwehrkämpfe an der Nara zu bestehen. Leutnant Kreitmeier, weiterhin in der 8. Kompanie, Infanterieregiment 282, erhielt am 15.12.1941 das Infanterie-Sturmabzeichen. Infolge des allgemeinen deutschen Rückzuges im Raum Moskau kämpfte die 98. vom 25.12. bis 31.12.1941 zwischen Protwa und Ugra, dann musste auch sie sich wieder zurückziehen. Die Front kam erst Mitte Januar 1942 wieder zum Stehen, konnte einigermaßen stabilisiert werden und weiteren sowjetischen Angriffen standhalten. Die 98. kämpfte von Mitte Januar 1942 bis Mitte April 1942 in der Winterschlacht bei Juchnow. Kreitmeier hat in dieser Zeit des Jahreswechsels die 8. Kompanie des Regimentes verlassen. Der Leutnant war als Ordonnanzoffizier
in den Stab des 2. Bataillons versetzt worden. Für seine Teilnahme an den Winterkämpfen erhielt er im Juli 1942 die Ostmedaille. Seine Division blieb weiterhin im Fronteinsatz. Von Mitte April 1942 bis Mitte August 1942 erlebte sie den Stellungskrieg im Bereich der Heeresgruppe Mitte. In dieser Zeit fand Kreitmeier einige Male vertretungsweise Verwendung als Kompanieführer. Im August 1942 wurde die 98. aus ihrem bisherigen Abschnitt herausgezogen und weiter nördlich an die Worja verlegt. Hier waren starke sowjetische Angriffe im Gange. Leutnant Kreitmeier war zu diesem Zeitpunkt Führer der 7. Kompanie Infanterieregiment 282. Am 22.08.1942 traf das verstärkte Infanterieregiment 282 als erstes Regiment der Division bei Kschatsk ein, 30 Kilometer vom Einsatzort entfernt. Es wurde sogleich näher an den bedrohten Abschnitt in den Raum Schirjakino-Moschino herangeführt und dort alarmbereit gehalten. Am Morgen des 24.08. begannen die Sowjets mit starker Panzerunterstützung ihren Angriff. Es gelang ihnen, zwischen Sanino und Bekrino an der Naht zwischen dem 20. und 19. Armeekorps einen Durchbruch durch die deutschen Linien über die Worja. Das verstärkte Infanterieregiment 282 wurde alarmiert und ging auf Michejewo vor. Recht schnell konnten die Sowjets ihren Einrussraum erweitern. Nur das Infanterieregiment 282 war vorhanden, um einen endgültigen Durchbruch zu verhindern. Teile des Regimentes wurden um 10.30 Uhr alarmiert, erreichten unter Führung von Hauptmann Stürmer am frühen Nachmittag den Raum südwestlich von Chimino. Hier bereitete sich das Bataillon zum Angriff nach Südwesten vor. Ziel war das Höhengelände nordostwärts und nördlich von Chatecha. Tief gegliedert wurde aus dem Buschgelände ostwärts der Rollbahn angetreten. Die rechtsangreifende 7. Kompanie unter Führung von Leutnant Kreitmeier und die linksangreifende 5. Kompanie unter Oberleutnant Dellner gerieten sofort in heftiges MG- und Artilleriefeuer von Süden her. Aber das konnte die Angreifer nicht stoppen. Gut unterstützt durch 288 Flak und die Granatwerfer des Bataillons setzte sich die 6. Kompanie in den Besitz der Schlucht südostwärts von Chatecha. 12 inzwischen herangekommene Panzer des Panzerregimentes 18 rissen die 7. und 5. Kompanie in einem mächtigen Angriffsschwung hinein. Trotz schwerer feindlicher Artillerieunterstützung wurden die Sowjets in harten, aber erfolgreichen Nahkämpfen aus Chatecha hinausgeworfen. Unverzüglich wurde der Ort zur Verteidigung hergerichtet. Am West- und Südwestrand hielten die 7. Kompanie, links daneben am hohen Worja-Ufer die 5. Kompanie, in der Schlacht südostwärts davon die Masse der 6. Kompanie. 1930 war Chatecha fest in der Hand des Regimentes. Es bereitete sich auf einen schweren Abwehrkampf vor. Dafür stand nur sehr knappe Zeit zur Verfügung. Vor Einbruch der Nacht musste das Bataillon nach heftigem Beschuss einen feindlichen Gegenstoß mit Panzern und Begleitinfanterie abwehren. Die ganze Nacht zum 25. August hindurch musste das Regiment immer wieder gegnerische Angriffe abwehren. In den frühen Morgenstunden entstand eine Krise, als es dem Feind gelang, durch die Schlucht westlich des Ortes in den Rücken der 7. Kompanie zu gelangen und in den Südwestteil des Dorfes einzudringen. Harte, wechselvolle und verlustreiche Kämpfe entwickelten sich, in denen der Führer des Bataillons an Ort und Stelle persönlich eingriff. Auf beiden Seiten nahmen Panzer am Gefecht teil. Leutnant Kreitmeier erledigte eine sowjetische Panzerbesatzung durch Pistolenschüsse. Der Schütze Elmar Ulrich aus seiner Kompanie vernichtete einen weiteren Panzer durch Handgranaten. Nach 16 Uhr waren alle über die Worja gelangten sowjetischen Panzer vernichtet oder verschwunden, die Begleitinfanterie wieder aus dem Dorf vertrieben. Die im Angriff gewonnene Linie war wieder voll in der Hand des Regimentes. Nach Westen konnte Verbindung zum Infanterieregiment 289 hergestellt werden. Der schwungvolle Angriff des Regimentes und die zähe erfolgreiche Abwehr beseitigen so die Gefahr eines Durchbruches der Russen.
Neben hohen blutigen Verlusten hatten die Sowjets hier 25 Panzer verloren. Die Kämpfe gingen am folgenden Tag weiter und die Frontlücke konnte komplett geschlossen werden. In diesen dreitägigen Kämpfen hatte auch das Regiment 282 sowie die ebenfalls eingesetzten Teile der 98. Infanteriedivision schwere Verluste erlitten. Am 27.08.42 trat im Bereich der Division Ruhe ein, die dafür genutzt wurde, die Stellung auszubauen. Der Kampfplatz von Chatesha vom 25.08. und 26.08. bot mit den zahlreichen ausgebrannten Feindpanzern ein eindrucksvolles Bild der vergeblichen feindlichen Anstrengungen, dort den Flussübergang zu erzwingen. Sie war aber auch ein Beweis für die erfolgreiche Abwehr durch deutsche Panzer-, Pack- und Infanterie-Panzernahkampftrupps. Von den hier 35 abgeschossenen Panzern waren insgesamt 4 T-34 alleine durch Leutnant Kreitmeier im Nahkampf vernichtet worden. Am 25.08.42 hatte ein Gefreiter aus dem Regiment ebenfalls 4 Feindpanzer im Nahkampf vernichtet. Mit dem frisch verliehenen EK-1 an der Brust war er jedoch einen Tag später in einem neuen Panzerabwehrkampf gefallen. Interessanterweise erhielt Leutnant Kreitmeier für seine erfolgreich bekämpften 4 Feindpanzer bei Chatesha am 23.09.42 nur ein einziges Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer. Der Kompanieführer bewährte sich jedoch an der Spitze seiner Kompanie in den folgenden Kämpfen noch mehrmals ganz besonders, wofür er von der 98. Infanteriedivision für eine Verleihung mit dem Deutschen Kreuz in Gold eingereicht wurde. In diesem Verleihungsvorschlag dürfen seine Erfolge im Panzernahkampf einen wichtigen Punkt gebildet haben. Die hohe Auszeichnung wurde Leutnant Kreitmeier als Führer der 7. Kompanie Infanterieregiment 282 am 7.10.42 verliehen. Die 98. ID war nach den schweren Kämpfen Ende August 1942 weiterhin im Fronteinsatz im Bereich der Heeresgruppe Mitte verblieben. Bis Februar 1943 kämpfte die 98. ID weiterhin an der Woja zwischen Temkino und Kschask, bis Anfang März 1943 das Unternehmen Büffelbewegung begann, eine planmäßige Zurücknahme der Front aus dem Frontvorsprung im Großraum Reschew. Am Abend des 6.3.43 verließen erste Teile der Division die bisherige HKL. Um 19 Uhr am 7.3.1943 löste sich auch das Grenadierregiment 282 vom Gegner. Am Morgen des 18.3.43 konnten aus vorgeschobenen Stützpunkten südlich Kurkino und nordostwärts Djuki auf der Linie des Grenadierregiments 282 sowjetische Truppenansammlung und Panzerbereitstellung beobachtet werden. Durch eigenen Munitionsmangel wurde die feindliche Stellungsartillerie nur sehr spärlich gestört. Immer mehr Panzer traten in Erscheinung, immer deutlicher wurde es. Ein Großangriff stand dicht bevor. Um 9 Uhr brach er los. Der Hauptstoß zielte genau auf das Grenadierregiment 282. Auf dessen Linie rollten weit über 100 sowjetische Panzer zu. Sie kamen in Rudeln zu 15 bis 20, sich gegenseitig mit Feuer deckend und vorwärts schießend. Panzerbrechende Abwehrwaffen standen kaum zur Verfügung. Die deutschen Infanteristen waren weitestgehend auf sich alleine gestellt. Sie mussten sich den Panzermassen im Nahkampf stellen, die schießend an der deutschen HKL entlangfuhren. Die aufgesessene sowjetische Infanterie sprang von den Panzern direkt in die deutschen Gräben, in denen es sofort zu erbitterten Nahkämpfen kam. Den Panzern folgten weitere Bataillone sowjetischer Infanterie. Jede Kompanie des Grenadierregiments 282 kämpfte nahezu völlig auf sich alleine gestellt einen verzweifelten Abwehrkampf. In diesem gelang es den Sowjets, mit auf schmalen Raum massierten Infanteriekräften und zahlreichen Panzern sich in den Besitz von Lasinki zu setzen. Oberleutnant Kreitmeier war sich über die Bedeutung des Dorfes und die Folgen, die sein Verlust für den gesamten Abschnitt haben würde, klar. Er brauchte keinen Befehl, um sofort mit aller Kraft und unter rücksichtslosem Einsatz seiner Person die Rückeroberung zu versuchen. Dabei war ihm bewusst, dass er keine Unterstützung schwerer und panzerbrechenden Waffen hatte und allein auf seine Mannschaften angewiesen war.
in erbitterten Handgranatenkämpfen, seinen Grenadieren weit voraus, arbeitete sich Kreitmeier Seite an Seite und Schritt um Schritt gegen den überlegenen Feind vor und vermochte ihm den entscheidenden Ortsrand der Ortschaft zu entreißen. Daraufhin starteten die Sowjets nun ihrerseits einen Gegenangriff. Immer neue Angriffswellen ihrer Infanterie, immer neue Panzer rannten gegen die Kompanie Kreitmeier an, die während des ganzen Tages und der folgenden Nacht die von ihr zurückgewonnenen Stellung unerschütterlich hielt. Der Kampf wogte an diesem 18. März 1943 bis zum Abend hin und her. Verzweifelten Anstemmen der deutschen Infanterie gegen die sowjetischen Panzermassen konnte sich auch Oberleutnant Kreitmeier erneut in der Panzernahbekämpfung wieder ganz besonders bewähren. Am Abend des 18. März 1943 war der Gegner zwar an einzelnen Stellen in vorgeschobenen Posten verblieben, den Durchbruch beim Grenadierregiment 282 hatte er jedoch nicht erreicht. Nachträglich aufgefundene Feindbefehle zeigten, dass der Abschnitt des Regimentes neben einer Masse von 150 Panzern durch zwei Schützendivisionen angegriffen worden war, mit dem Ziel, Jelna zu erreichen. 31 Feindpanzer waren vernichtet worden, ohne dass schwere panzerbrechende Waffen beteiligt gewesen waren. Erdrückend hoch waren jedoch die blutigen Verluste infolge der stundenlangen Nahkämpfe durch das Überwalzen der Gräben durch die Panzer und die Ausfälle bei Gegenstößen. Trotzdem waren die Überlebenden erfüllt von einem Hochgefühl. Sie hatten dem übermächtigen Gegner standhalten können. Doch noch war der Kampf nicht beendet. Am Morgen des 19. März drängte ein neuer, starker sowjetischer Angriff Oberleutnant Kreitmeier und seine Grenadiere vom Ortsrand von Lasinki wieder zurück. Der Kompaniechef besann sich keinen Augenblick. Sofort riss er seine durch die vorausgegangenen Kämpfe erschöpfte Kompanie zu neuem Gegenangriffen mit. Seine Grenadieren erneut vorauskämpfend, warf er in erbitterten Ringen die Sowjets zum zweiten Mal aus dem Ostteil der Ortschaft und verhinderte damit an dieser entscheidenden Stelle endgültig einen feindlichen Durchbruch. Auch andere Teile des Grenadierregiments 282 gingen zum Gegenangriff über, um verloren gegangene Stellungen wieder in Besitz zu nehmen. Erst am 21.03. fanden die verlustreichen Kämpfe ihr Ende und der Durchbruchsversuch war endgültig vereitelt. Die Überlebenden des Grenadierregimentes 282 konnten im Rundfunk eine Würdigung ihres Abwehrkampfes hören, denn im Wehrmachtsbericht des 23. März 1943 wurde Folgendes vermeldet. Eine bei den schweren Abwehrkämpfen südwestlich Wisjama eingesetzte sudetendeutsche Infanteriedivision, die sich bereits südlich Reschew hervorragend geschlagen hatte, hat dem in ihrem Abschnitt besonders heftig anstürmenden Feinde empfindliche Verluste an Menschen und Material zugefügt. 4 Tage lang rannte der Feind in immer neuen Wellen gegen die Stellung an. Bataillon auf Bataillon wurde abgewiesen. Viele Bereitstellungen konnten zerschlagen werden. An einer Stelle gelang es dem Feind, in die HKL einzudringen. Nach wuchtigem Gegenangriff der Grenadiere eines Regimentes gegen die sich verzweifelt wehrenden Infanteriebataillonen und Panzer blieben an diesem Tag alleine 1700 gefallene Bolschewisten in den erstürmten Gräben zurück. Innerhalb von 4 Tagen hatte diese Division nach Sichtung des Gefechtsfeldes über 4000 gezählte Feindtote vor ihren Stellungen liegen und 80 sowjetische Panzer vernichtet bzw. bewegungsunfähig geschossen. Für seine Waffentat bei Lasinki wurde Kreitmeier am 31.03.1943 als Oberleutnant der Reserve und Chef der 7. Kompanie im Grenadierregiment 282 das Ritterkreuz verliehen. Kreitmeier war schon bei den Kämpfen am 18.03.1943 verwundet worden. Trotz dieser Verwundung war er im Einsatz geblieben und hatte auch den 2. Kampftag erfolgreich mit seinen Entscheidungen beeinflusst. Nach dem erneuten Sichern des Dorfes war Kreitmeier dann jedoch ins Lazarett gekommen. Für seine Verwundung wurde ihm am 29. April 1943 das Verwundetenabzeichen in Schwarz verliehen. Während Kreitmeier seine Verwundung ausheilte, erhielt er mit Wirkung zum 1.5.43 seine Beförderung zum Hauptmann der Reserve. Innerhalb des Reichsarbeitsdienstes wurde er am 30.04.43 zum Oberstfeldmeister befördert.
Mitte Mai 1943 wurde Kreitmeier in seiner Rochlitzer Heimat empfangen. Anschließend reist er mehrere Wochen gemeinsam mit weiteren Ritterkreuzträgern aus den Reihen des RAD durch Deutschland. Zum ersten Mal trugen alle ihre hohen Auszeichnungen an ihrer RAD-Uniform. Sie besuchten im Heimatkriegsgebiet und im Westen einige RAD-Abteilungen und sprachen vor den jungen Arbeitsmännern. In dieser Zeit wurde die kleine Abordnung auch von Konstantin Hierl, dem Reichsarbeitsdienstführer, empfangen. Als Kreitmeier im Sommer 1943 wieder an die Front zurückkehrte, war die 98. ID inzwischen vom Mittelabschnitt auf die Krim verlegt worden. Von hier aus stieß sie in den Kubanbrückenkopf vor und es folgten verlustreiche Abwehrkämpfe bei Krymskaja, in denen Hauptmann Kreitmeier die Führung über das 1. Bataillon des Grenadierregimentes 282 übernahm. Ab Mitte September 1943 begann die Räumung des Kubanbrückenkopfes und die deutschen Verbände zogen sich kämpfend über mehrere vorbereitete Verteidigungslinien auf die Krim zurück. Eine dieser Abwehrlinien war die kleine Gotenstellung, in der die 98. ab dem 26. September 1943 kämpfte. Am 28.09.1943 erfolgte im Abschnitt des Grenadierregimentes 282 ein kleiner feindlicher Einbruch. Hauptmann Kreitmeier stellte in kürzester Frist die Lage wieder her. Es war alles in Ordnung gebracht, die Kampfhandlung selbst im Abklingen. Da traf den Bataillonsführer auf dem Rückmarsch zu seinem Gefechtsstand südwestlich Woroschteni eine Infanteriekugel direkt ins Herz. Kreitmeier war sofort tot. Seine Kameraden setzten ihn in unmittelbarer Nähe seines Gefechtsstandes in feierlicher Ruhe bei. Posthum wurde Kreitmeier am 23.12.43 noch die Nahkampfspange in Bronze verliehen. Rudolf Kreitmeier war aus den Reihen der sächsischen Ritterkreuzträger der erfolgreichste Bekämpfer feindlicher Panzer im Nahkampf, auch wenn ihm offiziell nur ein Panzervernichtungsabzeichen verliehen wurde. Allein am 23.09.42 hatte Kreitmeier an einem Tag im Nahkampf 4 sowjetische Panzer ausgeschaltet. Auch beim Kampf um Lasinki, wo er sich das Ritterkreuz erwarb, hatte sich Kreitmeier im Panzernahkampf erneut besonders hervorheben können. Wie viele Panzer er in Summe im Nahkampf erledigt hatte, ist leider unbekannt. So Leute, Infanterie gegen Panzer ist ja immer ganz, ganz schlimm und da muss man auch wirklich, ja, da muss man auch wirklich mutig sein, um diese stählernen Ungetüme anzugehen. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen abgeholt, die Geschichte des Herrn Kreitmeier hier. Also ich fand es wieder sehr spannend und wie gesagt, schreibt gerne was in die Kommentare, gerne einen Daumen hoch und wie immer, wenn ihr noch kein Abonnent seid, werdet gerne Abonnent, denn das hilft dem Kanal, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Bis dahin bleibt gesund und auf bald.